Ein neuer Auftrag für Hamid Mossadegh. Der führt den Luxusautohändler in eine Garage mit Supersportlern im Wert von mehreren Millionen Euro. Hamid nimmt uns mit zu dem geheimen Ort mitten in Deutschland, den wir Normalsterbliche sonst nie sehen würden. Lederoptik, Carbon? Carbon, echt Carbon, ja. Was kostet sowas? 1,6 Millionen. Hamid Mossadegh ist der Autohändler der Superreichen. Seine Spezialität? Sportwagen ab 100.000 Euro. Personal Trainer Shagel Butt will genau so ein Auto haben. Hi Shagel, grüß dich. Alles fit? Ja. Bei dir sicher auch, ne? Natürlich. Sorry, dass du warten musstest. Alles gut. Ich hätte gern ein geiles Auto. Ja, okay. Und ich hoffe, du kannst mir da helfen. Okay. Was hast du dir denn vorgestellt? Du lachst gleich. Ich hätte gern was Offenes. Ich dachte so an um die 400 PS. Okay. Wobei es mehr weniger um die Endgeschwindigkeit geht, sondern einfach um die Möglichkeit, jederzeit zu beschleunigen. Muss es ein Viersitzer sein oder kann es auch ein Zweisitzer sein? Er kann auch gerne ein Zweisitzer sein. Okay. Das ist kein Problem. Okay. Bei Marken wie Ferrari, so geil die Dinge auch sind, die sind für mich einfach ein bisschen drüber, für meinen Job auch nicht so helle. Ich fasse noch mal zusammen, es soll auf jeden Fall offen sein, ab 400 PS. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Wie viel Budget schmeißt du mir hin? Ich hätte jetzt einfach 150 in den Raum geworfen. Bin aber überhaupt nicht böse, wenn es ein bisschen weniger wird. 150.000 Euro ist ordentlich, da finden wir was. Mit 150.000 Euro können wir uns gut bewegen. Ich würde jetzt beim soliden deutschen Fahrzeug bleiben. Wir können uns bei Porsche umschauen, wir können uns Mercedes, Audi. Und da finden wir was richtig Gutes für 150.000 Euro. Hamid fliegt von Hamburg nach Frankfurt. Weiter geht's nach Darmstadt. Denn passende Autos gibt's nicht um die Ecke. Hier steht ein Roadster zum Verkauf, der ins Beuteschema passt. Alles fit? Schön, dich zu sehen. Alles fit? Alles so. Gut. Ich bin da wegen dein Mercedes-Benz GT Cabrio. Bitteschön. Dieser Mercedes AMG GT Roadster ist erst ein Jahr alt und hat 476 PS. Der V8 sorgt für 302 km/h Topspeed. Mit 2.900 Kilometern soll der Roadster rund 137.000 Euro kosten. Wieso hast du so ein junges Auto hier stehen, sag mal? Wie kommt's? Ein sehr besonderer Kunde. Ach so, okay. Wie kommt's, dass er das Auto so früh wieder verkaufen möchte? Der Kunde hat viele Autos. Okay. Und wir suchen für ihn immer das neueste Modell raus, was zu ihm passt. Okay. Und das bestellen wir dann einfach für ihn. Verstehe. Also da kannst du es auch genau sehen, also Kunststoffbereich, die Heckschürze ist ein Tickel dunkler, würde ich sagen, als hier die Heckkotflügel, weil das ja Aluminium ist. Und hier haben wir ja Kunststoff. Klar, viele Kunden machen sich auch Gedanken und die denken dann immer, dass das lackiert ist. Dieses Auto wird in der Manufaktur hergestellt. Es ist 100% Handarbeit von Mercedes. Und da muss man auch damit leben. Ja. Es ne? ist kein Roboter hergestelltes Auto, so wie die C-Klasse oder E-Klasse. Genau. Das ist einfach so. Ne? Allein die Felgen kosten 1.700 Euro. Hamid checkt, ob sie verkratzt sind und ob es Steinschläge an den Ladeluftkühlern gibt. Doch der AMG strahlt ohne Makel. Was hast du denn nicht reingepackt, was wichtig wäre? Viel Carbon. Genau. Das haben wir ja ersetzt durch das Schwarze. Aber innen hast du auch kein Carbon. Auch kein Carbon. Der Kunde wollte es so. Von innen fehlt mir ein bisschen mehr Sportlichkeit. Das heißt Carbon, vielleicht auch ein Kontraststitching. In dem Falle wäre es super schön gewesen, wenn er auch weißes Stitching hätte. Dann ist es von innen sehr edel. Die Nackenwärme, hat er die? Der hat keinen Nackenwärmer. Das ist eine Option, die ist echt cool. Wenn du auch im Sommer fährst und die Sonne verschwindet, aber du kannst immer noch offen fahren, hilft es ganz schön. Deswegen hat der Sitz halt. Wenn du das Auto irgendwann mal wieder verkaufen möchtest, spielen solche Sachen eine Rolle. Und ich denke immer beim Einkauf schon wieder an Verkauf. Und da muss so ein Auto für mich so gut wie voll ausgestattet sein, damit du auch das Auto wieder gut veräußern kannst. Für eine optimale Gewichtsverteilung packt AMG den Motor hinter die Vorderachse. Die Technik ist verdammt cool und die haben den Motor, soweit es geht, in die Mitte geschoben. Das, was wir hier sehen, hat ja nichts mit Motor zu tun, das ist ja nur Lüftung. Hier ist ja dein Motor, also ziemlich weit in die Mitte gezogen. Wenig Gewicht auf der Vorderachse sorgt für sportliches Fahrverhalten. Neupreis war? Müsste ich noch mal nachschauen, aber ich schätze ungefähr zwischen 160 und 165.
Okay. Wir müssen jetzt aufpassen, das Auto hat es sehr, sehr schwer zurzeit auf dem Markt, wird nicht so akzeptiert. Die Wertverluste sind enorm hoch. Das Auto kann man kaufen zu einem Spitzenkurs. Doch dann muss wirklich alles passen. Dieser AMG GT Roadster hat allerdings nicht die beste Ausstattung. Was willst du denn für das Auto haben? Also wir haben das Auto für 136,9 drin. Okay. Ich würde sagen, dass ich das Auto ungefähr für 133 abgeben kann. Okay, okay. Das machen wir nach der Fahrt. Mit 476 PS sprintet der Roadster in 4 Sekunden von 0 auf 100. Ich gehe mal rüber auf Sport Plus direkt. Und jetzt schalte ich mal selber und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Also der geht schon gut ab. Und das ist das, was AMG richtig gut drauf hat, die Zündaussetzer. Kerniger Sound und ordentlich Fahrspaß. Dafür gibt's von Hamid volle Punktzahl. Das ist verdammt geil. Also der macht schon irre Spaß, auch ein Roadster-Effekt. Man sitzt so tief hier drin. Also ich habe gar keine Windprobleme, auch wenn wir höhere Geschwindigkeiten fahren. Findet Luxusautohändler Hamid auf der Probefahrt Argumente, um den Preis zu drücken? Bis auf die Ausstattung gab es bis jetzt nichts zu meckern. Das ist die kleine Version, motortechnisch. Das darf man nicht vergessen. Und der geht schon so gut ab. Und wir haben keine Nackenwärme. Siehst du, wie steif du da jetzt sitzt? Das ist, weil du keinen Nackenwärmer hast. Weißt du, das ist genau, weil du keinen Nackenwärmer hast. Ich bin jetzt ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hamids Kunde Schagel will ein Cabrio mit über 400 PS. Der AMG ist ein heißer Kandidat, wenn der Preis stimmt. Ich muss sagen, du hast ein sehr, sehr schönes Auto. Das Auto ist noch nicht mal ein Jahr alt. Die Verarbeitung ist super cool. Ich finde, dass alles auch mit Leder bezogen ist und so weiter. Das hat auch manch anderer Hersteller in dem Preissegment nicht mal. Nee. Dennis, wo waren wir noch mal preislich? Bei 136,9. So hast du es inseriert. Ja, genau. Eben hast du mir noch irgendwas von 133 erzählt. Ja, wir bewegen uns in die Richtung. Okay. 133. Also 133 steht schon mal. 133 steht und steht. Weil ich muss jetzt echt zurück, weil diese Nackenwärmer, weißt du, ich weiß. Warte, nicht. Ich mach dir die Sitzheizung an. Bis jetzt also 4000 Euro Preisnachlass. Doch Hamid will deutlich mehr rausholen. Der AMG ist zu teuer. Dennis, schönes Auto. Ich brauche jetzt auch nicht anzufangen, irgendwo hier irgendwas zu suchen. Das ist ein Neuwagen. Du kannst auch nichts finden. Ja, das war ein ich weiß gar nicht, was du suchen willst. Ich kann auch nichts finden. Ich will auch nichts suchen, ich will auch nichts finden. Ich möchte ein einfaches Geschäft haben. Deswegen bin ich bei dir. Also wir waren bei 133. Sag mir jetzt einen realistischen Preis und sage ich dir ja oder nein. 133. Nein, komm, 133 war schon im Auto. Mehr geht nicht. Ich sag dir jetzt einfach, was ich dir bieten würde für das Auto. Sag. 126. Nee, so weit. 126.000 Euro. Keine Chance. 126.000 Euro. Ich kann nicht. Inklusive Mehrwert. Nein, nein, kann ich nicht machen. Geht nicht. Dennis. Geht nicht. Wir wollten noch ein einfaches und unkompliziertes Geschäft machen. Mehr geht nicht. Doch, komm, hör auf. Da musst du noch ein paar andere gib mir ein besseres Gefühl. Komm. Komm. Ich brauche eine 2 davor. Kommen wir zusammen oder nicht? Nein. Ich kann dir so viel leider nicht bieten. Okay? Dennis, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Nicht zu danken. Okay. Technisch gesehen, super Auto, Verarbeitung perfekt. Aber für das Geld, wenn du gut verhandelst, vielleicht 5.000 bis 6.000 Euro mehr kriegst du ihn als Neuwagen. Und dann wird's schwierig. Hamid hat 200 Kilometer weiter einen Termin in Trier. Treffpunkt ist eine geheime Garage, die wir nicht von außen filmen dürfen. Innen purer Luxus mit Maybach, Porsche oder die komplette Bentley-Range. Hier sind die schnellsten und teuersten Autos der Welt an einem Fleck versammelt. Selbst für Luxusautohändler Hamid extrem beeindruckend. Nicht jeder hat ein Showroom, wo man so viele Autos abstellen kann. Und das ist doch alles, sieht sehr gepflegt aus. Die Autos stehen sehr sauber da. Wir sehen hier ein Bentayga, was umgebaut ist. Die liegen zwischen 300 bis 420.000 Euro. Wir sehen hier den GT3 RS, den GT4, die wären um die 120. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich das Ganze so grob überschlage, liegen wir hier ungefähr bei 3 bis 5 Millionen Euro, was hier steht.
Hamids Objekt der Begierde? Ein limitierter Audi R8 GT Spider, den Autohändler Waldemar anbietet. Zunächst einmal, bevor du mir das Auto erklärst, alter Schwede, was hast du hier für Autos stehen? Das ist ja unglaublich. Ja, das ist halt quasi unser Lager. Ja. Ja. Wir haben viele Fahrzeuge im Bestand. Okay. Dann können wir nicht alle quasi in einem Garage parken. Okay, verstehe. Aber ich bin wegen deinem R8 GT Spider hier. Ja. 333 Autos gibt es? Jawohl. Als Spider. Ja. Haben die gebaut. Dieser R8 GT entfacht einen Orkan. Mit 560 PS rauscht er auf bis zu 317 km/h Spitze. Der Audi war 4 Jahre in Spanien unterwegs und soll heute 150.000 Euro kosten. Das ist die Nummer 214 von 333. Steht immer da drauf auf dem Schaltknopf. Limitiert von Audi, was ganz selten ist, ne, dass Audi überhaupt limitiert. Limitiert sind auch die Sichtverhältnisse. Unter Kunstlicht sieht man auf mattem Lack keine Fehler. Können wir irgendwo hinfahren, wo ich mir das Auto im Tageslicht anschaue? Ja, natürlich. Zu unserem Hauptquartier. Okay. Da kann ich alles zeigen. Ja gut, dann lass uns doch heute mal andersrum machen. Dann fahren wir gleich Probefahrt. Ja. Machen wir Probefahrt. Der limitierte GT kauert 10 mm tiefer auf dem Asphalt als die Serienversion. Wer will, kann das Fahrwerk kompromisslos auf Rennstrecke trimmen. Für den Alltag fehlt aber ein ganz wichtiges Feature. Navi funktioniert nicht? Ist nicht vorhanden. Hat er kein Navi? Nein. Alter Schwede. Hat er kein Navi? Nein, nein. Warte mal. Brauchen wir keinen. Aber wir haben die B&O Musikanlage. Bang Olufsen, jawohl. Bang Olufsen, genau. Für den dicken Sound sorgt auch der 10-Zylinder-Saugmotor. Allerdings ist die Aussicht etwas getrübt. Der hat unheimlich viele Steinschläge auf den Scheiben, ne, oder? Ja, das habe ich auch gesehen. Ja. War der da auf der Rennstrecke mit, oder was? Ich denke nicht. Richtig kleine, dünne Steinschläge. Am Anfang habe ich erstmal einen Scheibenwischer probiert, weil ich dachte, da ist irgendwie noch von der Tiefgarage irgendwie Staub. Nein, das ist echt sandgestrahlt. Solche Steinschläge kommen zustande, wenn man im südeuropäischen Bereich unterwegs ist, auf der Autobahn. Und ordentlich Gummi gibt. Scheinbar war der Vorbesitzer kein Kind von Traurigkeit. So, komm, wir gehen mal jetzt im Sportmodus. Jawohl. Schalten selber, sind jetzt auf 6. Gang. Wir gehen mal runter auf 4 und geben mal Gas. Und jetzt haben wir hier einen Tunnel. Bis 50 km/h können wir unser Verdeck zumachen. Jawohl. Sollen wir das mal gleich testen? Ja, das dann gleich. Was für ein Geschoss hinten rausgeht, ne? Das ist also wie ein Raumschiff. Ja, ein Transformer. Ja, genau. Die Technik ist auch Wahnsinn, was der da hinten bewegt. Und das während der Fahrt ist unglaublich. Sehr geil. Perfekt. Schön verarbeitet hier mit Alcantara. Komplett. Das ist sehr, sehr schön. Für diesen R8 musste man einst 240.000 Euro hinblättern. Heute soll er satte 90.000 Euro weniger kosten. Das heißt, das Auto hat innerhalb von 4 Jahren, obwohl das ein Limited Edition ist, von 333 Fahrzeugen knapp 40% an Wert verloren. Jawohl. Und meinst du, kommt er noch? Meinst du, geht er hoch im Preis? Der GT, ja. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Okay. Der R8 Spider ist ein Geschoss. Wer Gas gibt, hat jede Menge Spaß. Wer aber genauer hinsieht, entdeckt Schönheitsfehler. Die Windschutzscheibe muss getauscht werden und ein Navi fehlt. 150.000 Euro will Hamid nicht bezahlen. Zunächst einmal muss ich sagen, Waldemar, es hat echt Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Aber alter Schwede, was ist denn hier los? Ja, das ist unser Hauptquartier. Und da stehen die halt Exoten, ja. Exoten ist gut. Entschuldigung, Leute, wir haben hier ein Bugatti Veyron. Ist das foliert oder was ist das? Nein, nein, das ist Farbe, wurde handangefertigt. Also unfassbar. Lederoptik, ja. Lederoptik, Carbon? Carbon, echt Carbon, ja. Was kostet sowas? 1,6 Millionen. Und diese Lackierung? Circa? Schätze mit dem Carbon und so weiter, ja. Und die 300.000, ja. 300.000 Euro ja. Für eine Lackierung
und für Carbon. Dann ist das ja ein Peanuts. Das ist gut für unsere Preisverhandlung. Also worüber reden wir denn da überhaupt? Worüber reden wir denn hier? Wir kommen wieder zurück zu unserem R8 Spider GT. Fährt phänomenal. Es, was Auto macht, einfach Spaß. Definitiv. Das macht richtig Spaß. Definitiv. Ich gehe mal sofort zum Punkt. Das Auto hat erst 9000 Kilometer aufgerundet. Und dafür, wenn ich mir die Windschutzscheibe anschaue, das ist echt wie Sand gestrahlt. Okay? Und dann, wenn ich mir die Frontscheinwerfer anschaue, ist wie Sand gestrahlt. Die Haube ist zu 100% nachlackiert. Es ist sehr scheckig. Audi hat eine 13-Schicht-Lackierung, was seine Mattlackierung betrifft. Und diese Schatten, die du da drin hast, was du ja nur im Fronthaube hast, hast du sonst nirgends anders. Okay? Das sind die Punkte, die mich stören. Ich glaube, dass das Auto noch mal locker 10.000 Euro an Kosten hat, die Haube vernünftig zu lackieren, die Carbonlippe vorne zu wechseln, die kannst du nicht schleifen und neu lackieren, geht nicht. Die Windschutzscheibe muss definitiv erneuert werden. Da liegen wir schon bei 2.500 Euro. Nur die Windschutzscheibe. Das sind schon Investitionen. Einen Lackierer zu finden, der überhaupt die Haube lackieren kann, so wie es im Original aussieht, sehr schwer. Du hast das Auto inseriert für 150.000 Euro, richtig? Jawohl. Genau. Das zahle ich dir dafür nicht. Ja, sag mal deinen Vorschlag. Sag du mir, wie viel du mir noch entgegenkommen kannst. In die 5.000 Euro. Wo, wie teuer war nochmal deine Lackierung dort bei dem Bugatti? Ja gut, das ist Handbein gefertigt. Komm jetzt. Ja. Nein, 5.000 Euro ist mir zu wenig. Ich biete für das Auto 118. Wie viel? 118.000 Euro. Ich muss mal kurz überlegen. Mhm. Und dann sag dir Bescheid. Ja. Lass mich ein bisschen kalkulieren. Ja. Okay, kalkulier nicht zu lange. Hamid will weitere 27.000 Euro Rabatt. Ob Waldemar da mitspielt? Ich glaube, dass er jetzt Rücksprache hält, muss er natürlich machen mit seinem Partner oder mit seinem Chef. Und dass er mir dann Bescheid sagt, ja oder nein. Oder mir halt einen Preisvorschlag gibt. Weil ein Delta von 118 auf 145 ist schon heftig. Mensch, wo warst du denn? Erzähl. 140. Da muss man schon fern sein. Also ist 140 inklusive Steuer dein Preis? Jawohl. Okay. 140 bin ich nicht bereit dafür zu bezahlen. Ich würde bei diesem Geschäft jetzt erstmal passen, okay? Mach alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat nur nicht gepasst, weil ich mit meiner Kalkulation hinten und vorne nicht hinkomme. Ansonsten kann man das Auto kaufen, gar kein Thema. Für Hamid heißt es zurück nach Hamburg. Die Mission 400 PS Cabrio war bis jetzt kein Erfolg. Am nächsten Morgen schlägt Hamid gleich bei einem Porsche-Spezialisten auf. Moin. Ah, hallo. Moin. Hamid Mossadegh. Hi. Ah, ja, Willi Jung. Ich bin wegen dem Porsche 991 4 GTS Targa. Der Targa ist die wohl imposanteste Variante im 911er Portfolio. Die Kombination aus Cabrio und Coupé steht hier in der Top-Variante 4 GTS zum Verkauf. Das heißt, Allradantrieb und 430 PS. Hinten eine riesige Glasheckscheibe und der begehrte Saugmotor. Der 3 Jahre alte Porsche soll 139.900 Euro kosten. Erzähl mir mal was darüber. Absolut originales Fahrzeug, nachlackierungsfrei. Okay. Erste Hand, nur 13.000 Kilometer gelaufen. Wahnsinn. Und siehst du ja klassisch wie in den 70er und 80er, 90er Jahre hat Porsche in Retro-Look den Targa jetzt wieder auf den Markt gebracht. In dieser Variante hast du das Spitzmodell Saugmotor 3,8 Liter mit 430 PS. Schön. Also hier. Ist da eine Folie drüber? Ja, der gesamte Vorderwagen ist foliert worden, durchsichtig foliert worden, damit man ihm keine Steinschläge mehr hat. Ja. Das ist heute eine moderne Art, sein Fahrzeug zu schützen. Sehr gut. So hast du alle 3-4 Jahre das Auto lackiert. Verstehe. Und heute wird foliert. Es ist immer günstiger, eine Folie auszutauschen, als eine Frontpartie zu lackieren. Frontpartie zu lackieren ist eine Sache, aber dann ist das Auto immer nachlackiert.
Das darf man auch nicht vergessen. Würdest du immer den GTS auch nehmen oder würdest du auch den 4S nehmen? Also wenn man die Möglichkeit hat zu entscheiden, würde ich mal die Top-Variante GTS. Okay. Sportlicher und hat mehr Leistung. Da kommt richtig Freude auf. Okay, das werden wir gleich testen. Ja? Wir schauen uns jetzt erstmal die Karosserie an. Der Lack ist sauber. Hamid findet keine Kratzer. Der Kofferraum ist mit 125 Litern winzig. Mehr als eine Reisetasche passt nicht rein. Für die große Show sorgt das Verdeck. So, dann machen wir mal Verdeck auf, da können wir uns das mal einmal anschauen. Ob die Technik in 30 Jahren auch hält, wie die ersten Tage, also man muss ja per Hand, da regnet es immer rein. Das ist ja garantiert, dass da reinregnet, egal wie neu dein Verdeck ist. Ich denke und ich hoffe schon, dass die Stuttgarter Ingenieure eigentlich das immer sehr gut können. Ich hoffe in 30 Jahren, dass du die Freude immer noch hast. Okay. Motortechnisch siehst du hier natürlich nicht viel. Um deine Motorhaube aufzumachen, musst du wieder komplett alles, also hier, ja. Das ist faszinierend, was du hier, um deine Motorhaube aufzumachen. So, haben wir Platz hinten. Ja. Und dann geht so ein Geschoss nach hinten. Und du siehst nichts. Nee, du siehst nichts. Der schöne Motor sitzt da unter, ist alles verkapselt. Alles. Ja. Du kannst ja nur durch die Scheibe dein Targa GTS gucken. Ja, genau. Dann hast du da die beiden Kappen, einmal für Kühlflüssigkeit und einmal für Öl. Und Öl. Öl und weißer Kreislauf, Kühlflüssigkeit richtig, dann brauchst du sonst nichts machen. Die Zeiten sind vorbei, wo du noch einen Ölmessstab hattest, geguckt hast bei einer Tankstelle. Wo man mal das ist leider vorbei. Du kannst es nur im Cockpit, im Display erkennen. Von außen brauche ich mir nicht hier viel anzuschauen. Das Auto ist wie neu. Vorne mit Scheinschlagschutzfolie, alles geschützt. Innen sieht er auch neuwertig, unbenutzt, obwohl er 13.000 Kilometer hat. Ich hoffe, dass ich was zu meckern habe, wenn ich fahre. Sollen wir mal eine Probefahrt machen? Ja, das können wir gerne tun. Okay, let's go. Lass uns das machen. Die Daten in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 und über 300 km/h Spitze. Also ich finde das Auto richtig cool. Der Klassiker bei Porsche natürlich, unser Getränkehändler. Halte. Ja, zack. Der Cupholder für zwei. Genau, das Getränk, ist für zwei Flaschen. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Klassiker, oder? Ja, ist ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, genau. Mein Gott, du bist Porsche durch und durch. Ja, eigentlich ja. Das ist Wahnsinn. Auch hier die Verarbeitung und so weiter, also das gefällt mir. Verdeck, man hört gar nichts. Nee, bei höherer Geschwindigkeit ist er genauso leise wie ein Coupé. Mit allen Features kostete der Targa neu stolze 173.500 Euro. Um mehr Emotionen und Leidenschaft hier reinzukriegen, gehen wir mal auf die Sport-Plus-Taste. Ja. Jetzt gehen wir mal in Gang 2. Jetzt haben wir die Kurvenlage. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Der verzeiht dir alle Fehler. Ja, in der Tat. Der Allrad, das Fahrwerk ist gut. Und wenn du Lastwechsel vom Gas gehst, Gas gibst, ist das Auto sehr fahrneutral. Ja. Es gibt ja viele Allradmodelle, wo die Autos dann einfach keinen Spaß mehr machen zu fahren, weil die in den Kurvenlagen und so weiter mehr nicht mehr so schön sind. Aber hier hast du immer noch das Gefühl, dass du fast einen Hecktriebler fährst. Aber du hast immer ein sicheres Gefühl, dass du weißt, du hast ein Allrad, du kannst das Auto mit Winterrädern durchfahren. Dazu hat er eine komplette Ausstattung. Navi, Leder, Keramikbremsen, Doppelkupplungsgetriebe und vieles mehr. Mit 16.000 Kilometern soll der Porsche knapp 140.000 Euro kosten. Als letzter Targa mit Saugmotor ist das Modell extrem begehrt. Also ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Das Auto ist akkurat. Das Auto ist nahezu perfekt. Ein bisschen zu perfekt. 139,9 hattest du angesetzt. Richtig. Die 900 haben wir sofort vergessen. Das heißt, wir sind sofort bei 139. Und kriegst das Auto noch vollgetankt. Und vollgetankt. Zu den Konditionen kann ich dir das schöne Auto verkaufen. Ich sag dir einfach jetzt was, okay? Ich gebe dir 132. Oh, ich würde vorschlagen 135.000 Euro. Und dann kannst du bis Besitzer diese schöne Porsche. Weißt du was? Ist in Ordnung. Voll so machen wir gute Entscheidung. Der GTS ist die perfekte Mischung zwischen elegant, sportlich und richtig aggressiv. Und daher gesehen sehe ich da gar keine Probleme. Der GTS ist das richtige Auto. Hamid ist happy. Kunde Schagel auch? Wenige Tage später präsentiert der Luxusautohändler den Porsche mit dem beeindruckenden Verdeck. Wird der Personal Trainer zuschlagen? Oder hat Hamid aufs falsche Pferd gesetzt?
Ich habe mich für einen Porsche 991 Targa 4 GTS entschieden. Geil. Jetzt schon geil. Dann gebe ich dir mal einmal einen Schlüssel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Stark. Sehr gut. Richtig geil. Sehr gut. Zum Geschäft. Ja? Ich freue mich. Das geiles Teil. Vielen Dank. Danke dir. Shuttle hat endlich sein Traumauto. Und Hamid hat ganze Arbeit geleistet.